sind RW. Ich bin hier mit dem Sascha, dem Mike, Andi und dem bin der Gemas. So, wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, also wir haben ordentlich am Arsch bekommen heute. Wir wurden in die Realität zurückgeworfen. Ja. Muss man echt so sagen. Aber nach 14 Jahren ist das so schlimm? Nein, sonst wäre ich trauriger. Also nach 14 Jahren ja, aber gegen Mitaufsteiger, ich hätte mir schon mehr erwartet. Heimspiel, Ausflug auf der Hütte, aber 5 Gegentore ist schon ein bisschen viel. Muss man sagen. War heute tatsächlich ziemlich schwierig. Südwestaufsteiger, die wirklich alle sind und nicht schlecht, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Die sind auch nicht umsonst aufgestiegen, muss man auch sagen. Die haben auch ihre Qualität beibehalten. Aber das ist jetzt blöd, ich ziehe eine Parallele zur letzten Saison. Wir haben hier gestanden, erster Spieltag zu Hause gegen SV Strahlen. Wir haben ungefähr genauso gut gespielt wie heute, also gar nicht so gut, muss man sagen. Ich glaube, das wird noch werden. Wir fahren jetzt nach Duisburg. Klar, 5 Stück gekriegt, aber Duisburg hat genauso Schiss wie wir. Und dann wird das eine coole Nummer, glaube ich. Und was erwartest du für Duisburg? Sieg. Also ein Sieg wäre natürlich Weltklasse. Ich denke mal, wir werden da mit 1-1-2-2 rausgehen. Da können wir uns auch nicht beschweren. Das ist in Ordnung. Duisburg spielt seit gefühlt knapp einem Jahrzehnt in der Liga. Wenn wir da einen Punkt mitnehmen, können wir uns auch nicht beschweren. So ehrlich muss man einfach mal sagen. Wie hast du das Spiel gesehen? Was soll ich sagen? Du hast ja das Spiel angeguckt. Okay, es war klar, das erste Spiel ist immer schwer. Du spielst gegen Elversberg. Ne, mit darf ich da sagen, du hast die Nervosität ein bisschen gemerkt bei der Mannschaft? Ich war selber nervös, aber es sind andere Dinge. Ne, nein, aber klar, natürlich hat man das gemerkt. Aber ich muss auch dazu sagen, okay, Elversberg halte ich für stärker als Duisburg, ist halt eine andere Meinung. Trotz alledem musst du eine andere Körperhaltung zeigen. So, ne, weil viele Sachen, die liefen einfach beschissen. Gut, natürlich habe ich jetzt auch dezent einkleben, muss ich auch zugeben. Aber trotz alledem muss ich auch, wie gesagt, das ist eigentlich das Wichtige daran, liefen halt viele Sachen einfach komplett beschissen. Und ja, es ist jetzt halt die erste Aufnahme, okay? Wir müssen halt nur das annehmen, alles klar, analysieren. Wir haben 2 Wochen Zeit und dann schlagen wir halt Duisburg 8-0. Nein, Quatsch, so schlimm auch nicht, aber... Aber man muss ja sagen, die Mannschaft wurde auch wieder angefeuert. Also wir haben gesagt, wir halten zusammen, wir sind RWE. Weil wir haben einfach 14 Jahre gelitten. Also ist das doch gut, dass wir da... Bleiben wir kurz zwischenschmeißen. Wir hatten ein Problem, dass wir auch heute schon wieder 4.500 Leute hatten, die zur 80. abgehauen sind, was mir gar nicht gefällt, überhaupt nicht. Muss ich sagen, nochmal... Wir kommen aus einer Liga, da haben wir in Wiedenbrück gespielt, da haben wir gut mal Aachen gehabt, aber da kannst du hier nicht in der 85. Minute mit 400.000 Leute abbauen. Geht nicht. Selbst wenn du 5 einstehst, ist nicht in Ordnung. Die schreien hier immer alle, oder wir schreien immer alle, hör mal, wir sind RWE, wir stehen zusammen, wir halten zusammen, aber da kannst du hier nicht sagen, einfach verpissen, da geht einfach nicht. Ist für mich nicht eine Analyse. Wir haben halt am Arsch bekommen, auf die Realität gegen Mitaufsteiger, aber ich bin fest davon überzeugt, Duisburg treten wir anders auf und da gewinnen wir. Super Schlusswort, danke dir. Ein Schlusswort brauche ich noch. Aber erst. Gib dem Kameramann bitte mal ein Bier. Das sieht immer so vertrocknet aus, egal wann wir uns sind, egal wo. Und der arme Typ hat nie ein Bier im Arm. Wir sind RWE! RWE!